Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. So, wir machen weiter. Einmal über den Fluss. Und der etwas angeschlagene Hoplit, der bleibt hier stehen. Bogenschütze bewegt sich dorthin und hält sich in Bereitschaft. So. Mogadischu hat keinen Subterrain mehr, das ist schön. Peter und Genghis Khan, jeweils mit 5 Gesandten. Machu Picchu abgeschlossen, okay. So, da tut sich was. Hier hat der Schwerkämpfer nur eine Stärke von 24. Ja, also sie verteidigen auf Schwemmland, das heißt, sie kriegen nochmal minus 2. Als beschädigt minus 3 und wir bekommen diverse Boni. Und die Stadt hat immer noch keine Stadtmauer. Einmal den Bogenschützen angreifen. So, und jetzt übrigens die Denunzierung durch Pondmakers abgelaufen. Und eigentlich mag der uns sehr gerne. Ja, nächste Runde nochmal versuchen. Also das geht jetzt hier rapide nach vorne. Und hier den Schwerkämpfer können wir rausnehmen. Einmal reparieren. Ja, und jetzt ziehen wir uns weiter zurück. Ja, und zum Wassern bräuchten wir Schiffsbau. Und für das Heureka bräuchten wir 2 Galeeren. Wir haben noch gar keine Galeere. Ja. Schwertkämpfer. Sobald wir das freigeschaltet haben, können wir keine normalen Krieger mehr bauen. Die normalen Krieger sind halt super, um Garnisonseinheiten zu haben, die keinen Unterhalt kosten. Minus eine Annehmlichkeit. Minus 15% auf Bevölkerungswachstum und minus 10% auf Nicht-Nahrungserträge. Ja, wir müssen das hier, Quecksilber reparieren. Und Gewürze ausbauen. Ah, dauert ewig, bis wir da sind. Na gut, wir machen weiter. Reich ist nicht wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. So. Wir können Handelszentren bauen. Da haben wir auch einen eingeplant.
Das wird aber noch dauern. Ja, mit dem Siedler werden wir nach Nordosten gehen. Solange es möglich ist, hier eine Stadt zu gründen. Und der übernächste Siedler, der geht dann nach dort unten. Ja, hier haben wir keine Stadtmauer. Aber ein einzelner Streitwagen. Die Stadt heilt sich ja auch immer. Also, das dürfte kein Problem sein. So, Freundschaft. Eine Runde abwarten. Da hätten wir jetzt nach vorne gezogen, den Hopliten, dann hätten wir den speziellen Hoplitenbonus verloren. Genghis Khan 67 Militärstärke und wir 152. Und bei den 67 ist dieser eine Streitwagen ja schon enthalten. Ja, was erforschen wir als nächstes? Militärtaktik, da haben wir das Eureka. Ja, da haben wir mit einem Hopliten einen Gegner besiegt. Mathematik bekommen wir bald. Drei unterschiedliche Spezialbezirke. Ja, Heilige Städte, Regierungsplatz und Hafen der Dritte. Eventuell hier die Wassermühle bauen. Ja, oder den Siedler. Dann bauen wir hier den Siedler für die Stadt. Und dann kann Athen danach was anderes bauen. Das hört sich sehr gut an. Oh, wir bekommen eine Delegation von Poundmaker. Mein Volk schickt euch Geschenke, Büffelmäntel und Pemmikan. Damit solltet ihr den Winter überstehen. Ja, vielen Dank. Einmal sortieren nach Gold. In Rio de Janeiro, da bekommen wir 10 Gold, eine Wissenschaft und einen Glauben.
Okay. Missionar kostet 150 Glauben und wir bekommen aktuell nur 6 Glauben pro Runde. So, Heilige Städtebezirk fertig. 1 Glauben pro Runde. Und wir kriegen einen Glauben zusätzlich. Weil eigentlich gibt der Heilige Städtebezirk einen großen Persönlichkeitspunkt für große Propheten. Aber der wird dann auch umgewandelt in Glauben. Ja, da steht da auch diese plus 2. Ja, dann als nächstes der Siedler. Was mir nicht gefällt, ist halt dieser Streitwagen. Wir haben den ersten Handelsposten mit der Zivilisation ja, mit Schottland errichtet. Ja, der Handelsweg hier. Handelsposten. Ich zwar jetzt gerade nicht, aber eigentlich müsste da ein Handelsposten sein. Da wird's angezeigt. Ah, okay. So. Ein Chor von Genghis Khan? Nein, die Stadt Chor. Okay, da ist einfach nur ein Reiter dran. Ach, schon, was ist das denn für eine Einheit? Oh, und ein Siedler. Ja, wenn wir uns den snacken könnten, da würden wir natürlich nicht Nein sagen. Ja, und um hier jetzt weiterzumachen, bräuchten wir halt Schiffsbau. Ja, okay. Schauen wir da oben nochmal. Der Krieger geht dahin. Wobei. Ja, hier wird uns ja jetzt wohl kein Siedler durchflutschen. Na, mal schauen. Den einen haben wir auf jeden Fall auf dem Radar. Der Steinbruch. Den müssen wir alle 2 Runden reparieren, gefüllt. Ja, das wird gegen Gehalt. Kann sein, wenn wir auf die andere Seite gehen. Bin mir jetzt nicht sicher mit den Wasserfeldern, dass wir die Stadt dann schon blockieren. Auf jeden Fall gibt es hier schön viele Bauernhöfe. Es ist noch keine Stadtmauer in Bau. Oh, jetzt haben wir den Hopitenbonus verloren. Ein Fehler. Aber es ist immer noch eine Kavallerieabwehreinheit.
Ich glaube, wir könnten auch jederzeit, wenn es das hier zu heikel wird, Frieden bestimmen. So, jetzt schauen wir mal. Nein. Die Stadt wird leider nicht blockiert. Also, sie gilt nicht als belagert. Und das, was der Bogenschütze jetzt hier ausrichtet, das wird gegengeheilt. Hier einmal reparieren, Quecksilber. Ja, und der Siedler, der bekommt dann... Ja, hier den Krieger als Eskorte. Ja, danke für die Geschenke. Das sind Barbaren. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Ah, von hier. Einmal dort angreifen. Ja, es bringt eigentlich nichts. Da fehlt uns ein bisschen Kampfstärke. Zusammen mit den Bauernhöfen. Ja, wir können einmal angreifen, nächste Runde plündern. Aber jetzt mit dem... Mit dem Barbaren-Speerkämpfer wird es natürlich nochmal komplizierter. So, Siedler fertig. Einmal verknüpfen. Mega aufrüsten zum Schwertkämpfer? Nein. So. Ja, da ist der Streitwagen. Den könnten wir aufwerten. Können aber auch aus der Stadt angreifen. Und dann den Krieger in der Stadt heilen. So. Nächste Forschung. Eine Wassermühle in 5, Stadtmauern in 3. Armbrustschützen und Plänkler. Plänkler als Aufwertung der Speer. Aquädukte brauchen wir ein Aquädukt. Also so wie das hier geplant ist, nicht. Ansonsten könnte man halt zwischen Städten und Bergen bzw. Städten und Flüssen Aquädukte bauen. Und die anderen Städte, ja hier eventuell ein Aquädukt.
Ansonsten, Sägewerk ist natürlich schön und zusätzliche Produktion ist immer nett. Ah, ach so, Reiterei. Beide. Wo haben wir dann Pferde? Da haben wir Pferde. Ja, da würden wir jetzt einen Heureka nicht mitnehmen. Der Siedler ist fertig in 10. Drei unterschiedliche Spezialbezirke. Jedes Heureka ist halt auch immer ein Zeitalterpunkt aufgrund unserer Widmung. Dann bauen wir jetzt die Stadtmauern. Edlein 8. Ja gut, die Schattenmauern einmal. Zwei Gesandte. Die sparen wir noch. So, Genghis Khan bietet uns an, Frieden schließen und er gibt uns 120 Gold. Einmal ablehnen. Ah, okay. Kavallerieabwehreinheiten, keine Kontrollzone. Okay, Genghis Khan. Dann wirst du deinen Frieden erhalten. Der Speer könnte uns angreifen. Aber ich glaube nicht, dass der Speer uns hier rausnimmt. Und zwar... einmal so. Dann einmal so. Ja, eine Hopliteneinheit mehr, ja, dann hätten wir, denke ich, die Stadt hier bekommen. Also zumindest niedergebrannt. Also loyalitätsmäßig hätten wir ja keine Chance, sie zu halten. So, aber dann... ja, 120... Mal schauen, was haben sie, hat er denn für Städte?
Bevölkerung 2, also 6, 7 und 2. Okay, annehmen. It were weas, pays the cap and mid thy neighbors. Blood feds payeth men at great expense. Ja, und das gefällt dem Schotten. Ah, und direkt werden wir hier raus katapultiert. So. Wie sieht's denn aus mit offenen Grenzen? Jawohl. Ein Gold, das machen wir gerne. Ja, dann nehmen wir doch noch den Speer raus. So. Eine Aufladung. Ja, eigentlich ist diese Aufladung dafür da gewesen, hier den Regenwald abzuholzen. Doch, dann hier die Bewässerung. Ja, den Steinbruch reparieren. Vielleicht vorher noch den Steinbruch reparieren, ja. Aber der Vulkan bricht bestimmt nochmal aus. Na gut. So, der Siedler ist dann auch fertig in 8 Runden. Wird noch ein bisschen schneller gehen, weil die Stadt wächst dann nochmal um 1. Ah ja, durch das Anteon plus 2 Annehmlichkeiten und plus 2 Wohnraum. Ja gut, jetzt hab ich den Move schon gemacht. Ansonsten hätte man das Barbarenlager noch rausnehmen können. Das sollte dann auch nochmal... Ja, hätte auch nochmal 3 Zeitalterpunkte gegeben. Weil wir hier eine Stadt in Reichweite von maximal 6 haben. So. Straßen? Nein. Flussüberschwemmung. Okay. So. Ja, das sieht doch gut aus, ja.
Nächste Runde können wir dann die Stadt gründen. Und dann haben wir hier auch direkt schöne Erträge in der Nähe. Die Nahrung, zwei Produktion. Eine Nahrung. Eine Nahrung, eine Produktion. Die Nahrung, eine Produktion. Ah. Das kann sich sehen lassen. Und hier halt entweder Campus oder Heilige Stätte. Mit einem Vierer-Bonus. Okay, gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.